200 Kilometer nördlich der holländischen Küste. Zwei Stahlkolosse mitten in der Nordsee. Die Bohrinsel Ensco 100 und die Ölförderplattform Hanze, verbunden miteinander durch den Bohrturm. Vor einem Jahr hat die Ensco hier angefangen, nach Öl zu suchen und war erfolgreich. Richard van Ravestien ist Supervisor auf der Bohrinsel. Er arbeitet für Feber Oil & Gas. Die Ölcompany hat die komplette Insel samt Mannschaft angemietet, zu einem Tagespreis von $50.000. Jetzt, nachdem das Öl sprudelt, soll Richard van Ravestien mit der Ensco umziehen. Seine Mission, die Erschließung neuer Ölfelder. Wir sind jetzt auf der Bohrinsel hier. Wir sind vor einigen Jahren vorhin sind wir gekommen und da war gar noch nichts hier, keine Plattform, nichts. Da haben wir die Bohrlochen hier fertig gemacht. Dann ist das Production Platform gekommen hier. Das ist eine ganz separate Plattform von uns. Von morgen ab sollen wir unsere Turm fahren wir jetzt bei uns Plattform wieder rein. Und dann übermorgen sollen wir uns abfahren von der Production Plattform. Der bleibt dann stehen hier und geht in Production mit Öl. Über 5 Millionen Liter Öl sprudeln hier täglich aus den Bohrlöchern. Genug, um 100.000 Autos voll zu tanken. Die Ausbeutung des Ölvorkommens unter Meeresboden ist jetzt allein Sache der Produktionsplattform. Die Bohrinsel hat ihre Aufgabe mit dem Anzapfen des Ölfelds erfüllt. Jetzt muss das Deck der Ensco freigeräumt werden, damit der Bohrturm eingezogen werden kann. Container mit Bohrern, Bohrstangen und Rohren werden auf Schiffe verladen. Alles muss runter vom Deck, auch um die Insel leichter zu machen für den Jackdown, das bevorstehende Absenken der Plattform aufs Wasser. Am späten Abend ist das Deck weitgehend geräumt. Die letzten Arbeiten muss die Nachtschicht erledigen. Im Bohrturm herrscht dagegen noch Hochbetrieb. Das letzte Bohrloch muss für die Übergabe an die Produktionsplattform Hanze vorbereitet werden. Vier Löcher haben die Männer insgesamt gebohrt. Aus zweien wird Öl gefördert, durch die beiden anderen wird Wasser nach unten gepumpt, um den Druck in der Öllagerstätte aufrechtzuerhalten. Fördermeister Ian Reid überwacht die Abdichtung des letzten Bohrlochs, protokolliert akribisch jeden Arbeitsschritt. Es ist eine wahnsinnige Herausforderung jeden Tag. Jeden Tag was Neues und vor allen Dingen, wenn irgendwas verkehrt läuft, dann kommt das ganze Können, was man hat oder gelernt hat, richtig zum Gelten. Könntest du dir vorstellen, was anderes zu machen? Nee, absolut nicht. Gar nichts. Warum nicht? Weil das hier ist eine einfache, satte Befriedigung. Jeden Tag ist die einzige Arbeit, die ich machen kann, wenn ich morgens aufstehe und dann lächle ich schon. Oben auf dem Bohrturm ist bereits die Nachtschicht im Einsatz. Die letzten Rohre müssen aufs Deck abgelassen werden und von dort auf die Schiffe. Die Männer müssen bis zum Morgen fertig werden, denn dann soll der Bohrturm eingezogen werden, der jetzt noch über der Förderplattform hängt. Desmond Alley, von allen nur Daisy gerufen, hat 12 harte Stunden hinter sich. Daisy ist Roughneck. So heißen die Bohrarbeiter, die den schweren, kräftezehrenden Job am Bohrturm machen. Nach Schichtende zieht es Daisy noch in den Fitnessraum. Für das Kraftpaket ist Bodybuilding die einzige Abwechslung an Bord. Vor 4 Jahren hat der Mann aus Liverpool auf der Bohrinsel angeheuert. Mit reichlich falschen Vorstellungen über diesen Job. Die Leute glauben immer schon vorher zu wissen, was es bedeutet, offshore zu arbeiten. Wenn sie dann erstmal hier sind, merken sie, auf was für einen schwierigen Job sie sich da eingelassen haben. Auf dem Bohrturm hat man nie 5 Minuten für sich. Man ist immer am Arbeiten. Nach einer 12-Stunden-Schicht hat man zwar 12 Stunden frei, aber in dieser Zeit kann man nur wenig tun. Die Leute zu Hause haben keine Ahnung, was wir hier machen. Der nächste Morgen. Auch für die Roughnecks ein außergewöhnlicher Tag.
Heute soll der Bohrturm eingezogen werden. Per Knopfdruck läuft die Maschinerie langsam an. Der Koloss schiebt sich Zentimeter für Zentimeter auf das Deck zu. 1400 Tonnen Stahl sind in Bewegung. Meter war der Bohrturm über die Kante der Bohrinsel ausgefahren. Jetzt kommt er im Zeitlupentempo wieder zurück. 25 Meter muss er insgesamt zurücklegen. Nach 1,5 Stunden ist es geschafft. Und der Bohrturm ist in der Mitte der Bohrinsel auf Transportposition angekommen. Ein Unterwasserroboter mit Kamera wird ins Wasser gelassen. Tauchspezialist Alex Ameira soll ein Videoprotokoll vom Meeresgrund erstellen. Es geht um den Nachweis, dass die ENSCO keine Umweltschäden hinterlassen hat. Wichtig ist die Untersuchung auch für den bevorstehenden Transport der Bohrinsel. So what I have to do is check for debris around the legs systems and also. Meine Aufgabe ist es, um die Beine der Bohrinsel herum nach Schutt zu suchen. Auch um sicherzustellen, dass kein Schutt auf den Füßen liegt. Wir vergewissern uns, dass wir die Beine einfach hochziehen und uns von hier fortbewegen können. Unter Wasser ist zwar alles in Ordnung, dennoch droht sich das Absenken des Rigs, also der Ölbohrinsel, zu verzögern. Die Spezialisten für diese Aktion lassen auf sich warten. Wir haben gerade gehört, dass die Rigmovers, die sind noch in England fest. Und die, vielleicht können die gar heute nicht kommen. So, das gibt wieder vielleicht einen Tag Verspätung mit den Rigmovers. So, ich hoffe, dass die das noch schaffen, dass die hier hinkommen. Was bedeutet ein Tag Verspätung für euch? Viel Geld. Das kostet viel Geld. In der Küche bereitet Koch Mark Bannerman das Mittagessen zu, zusammen mit Irina Nasipanaya. Die junge Litauerin umgeben von harten Kerlen. Wie kann sie sich behaupten? It's pretty easy. They understand. Es ist sehr einfach. Sie kapieren es schon. Wenn ich nicht mit ihnen reden will, respektieren sie es. Es gibt kein Problem. It's quite easy. Die Köche werden jäh unterbrochen. Ein Alarm. Attention all personnel. Attention all personnel. Please report to your muster stations. This is not a drill. This is not a drill. Keine Übung. Alle Mann an Bord sollen sofort mit Rettungswesten in die Sammelräume kommen. Wissen Sie, wo die Sammelstation ist? Wegen des Alarms? Ja, das ist keine Übung. Das ist richtiger Alarm. In den Gängen herrscht jetzt Gedränge, Anspannung, Nervosität. Keiner weiß, wie ernst die Lage wirklich ist. Eine Mischung aus Unsicherheit und Angst macht sich breit. Der Alarm reißt die Nachtschicht aus dem Schlaf. Manche müssen erst einmal zu sich kommen. Jetzt machen sich die Übungen bezahlt, die Woche für Woche abgehalten werden. Mit ihren Rettungswesten trifft die Mannschaft in den Sammelräumen ein. Hier wird durchgezählt, wer noch fehlt. Dann, genauso plötzlich und unerwartet wie der Alarm, die Entwarnung. Ich war ja knapp eine halbe Stunde im Bett und auf einmal geht der Alarm los, dann weiß ich natürlich nicht, was los ist. Der musste rausstürzen, um herauszufinden, was los ist, gleich hierher. Und dann wird es erst aufgeklärt. Und wie es sich herausgestellt hat, hat es uns nicht betroffen, sondern drüben eine Plattform. Ein technischer Defekt auf der Produktionsplattform Hanse war die Ursache. Wegen der unmittelbaren Nähe wurde auch auf der ENSCO vorsorglich Alarm ausgelöst. Dem Koch steckt der Schreck noch in allen Gliedern. There must be a danger before the alarm went off. Es muss eine Gefahr da sein, bevor der Alarm losgeht. Für mich war das der erste richtige Alarm.